Boah, endlich, ey. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play GTA Vice City. Was war das für eine Kackdrecksmission in der letzten Folge? Ja, gut. Die nächste Mission, die wir hätten, ist K. Aber ich möchte gerne bitte jetzt einmal erstmal zum Ammunition. Ich kann mir jetzt hier kein Auto klauen, weil jetzt die Cops daneben nicht stehen. Die freuen sich nämlich immer. Und ich bin froh, dass wir gerade Avery weg haben. Ich sage ja, der hat immer so komische Drecksideen. Und der hat es ja hier mit dem Gefährt, mit dem. Was hier ist gebaut eigentlich schon, ne? Das ist gerade nicht. Mit dem ferngesteuerten Heli hat er ja uns das Ding zerlegen lassen. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal Waffen kaufen. Waffen, Schutzsätze, etc. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich ein Auto habe. Weil ich finde gerade kein Auto. Also, wir fahren zwar rum, aber hast du solche Kandidaten dabei? Komm mal her jetzt hier. Gib mir mal dein Auto. Ich brauche. Ach ja, la, fahrt weg, genau. Hast du so einen Schrottmüller noch dabei? Ey, Tommy, geh mir nicht auf den Sack jetzt gerade. So, ich muss mal gerade gucken. Ja, interessiert mich gerade nicht. So, ich möchte gerade noch mal ganz kurz eben bei Ammunition Waffen kaufen. Kann ich? Habe ich hier, ist hier irgendwo einen Ammunition? Wisst ihr, da irgendwas auf der Straße? Ich will hier gerade. Weil ich will die nächste Mission machen. Ich will jetzt irgendwann mal mit Kent anfangen. Aber dazu brauche ich jetzt erstmal. Hau ab jetzt endlich. Hau ich jetzt. Es werden, glaube ich, keine Waffenläden auf der Karte angezeigt, oder? Es werden nur die Läden, wo du zum Beispiel einen Hammer oder sowas kaufen kannst. Also, diese Werkzeugläden, glaube ich. Ich habe jetzt gerade keine Ammunition auf dem Schirm. Wie vorne ist unser Speicherpunkt? Ja, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo spontan. Spontanen Waffenladen ist. Warte mal, überleg gerade. Wo haben wir denn den Waffenladen nicht? Hier rechts ist leider. Sie werden doch angezeigt. Ich muss mich mal ein bisschen eindecken. Vor allen Dingen, ich brauche Munition. Moinsen. So, ich brauche hier mal. Weg. Die Schrot brauche ich nicht. Die will ich haben. Ich brauche Munition. Punkt. Was kostet die überhaupt? Ich habe gar keinen Preis dran. Egal. Wir kaufen. Wir haben. So. Kluger kaufen. Definitiv mal eine Schutzweste kaufen. Gut. Okay, dann haben wir das auch soweit. Dann haben wir uns ein bisschen eingedeckt, was Klamotten, was Waffen betrifft, vor allen Dingen. So, und dann fahren wir zu Kent, ja? Würde ich sagen. Dann fahren wir zu Kent. Wollen wir sie denn da oben? So. Blub. Warum werden die Waffen denn nicht auf der. Das wird wohl auf der Karte angezeigt. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. So, jetzt fahren wir mal rüber. Mal gucken, was der gute Kent Rosenberg für uns hat. Ja, wir werden sehr wahrscheinlich alle Missionen machen. Wir werden auch hier die Dings kaufen. Die Immobilien kaufen. Ich habe momentan aber keine. Ja, muss ich gucken, was ich mache. Was wir kaufen können. Ich weiß nicht, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen in der Story fortschreiten und dann werden wir mal schauen, was. Hier ist irgendwie noch ein bisschen Klamotten. Ich glaube, das sind Attentatsmissionen, die aber eigentlich alle nicht so schwer sind. Die auch nur ein bisschen nervig sind, sagen wir es mal so. Genauso wie diese Begräbnismissionen, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Alter Verwalter, da ging der mir irgendwann auf Eier. Weißt du, da willst du den wegbrezeln schön beim Handy? Die haben dich noch nicht gesehen. Ja, halt die Fresse. Der gute Kent. Der kennt uns bestimmt schon wieder. Ha, Witz. So. Ich musste nur kurz was erledigen, deswegen habe ich hier kurz einen kleinen Break gemacht. Ihr werdet davon nichts merken. Ich schon. So, okay. Gehen wir mal rein. Den können wir wahrscheinlich nicht kaufen, ne? Der ist wahrscheinlich noch zu teuer. Natürlich nicht. Gehen wir mal trotzdem rein.
Und zwar die Befreiungsaktion. You know that wanker D is the bugle master? He's got your boy Lance. Word is you might try to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? In plain English. Keep your party on. We call him across town to jump ya. Ach, die Mission. Auch so ein Nervding. Aber gut. You nutter. Ja, ja, gib mir auf den Sack. So, weiter geht's. C. Vor allem haben wir... Ich geh doch in diese scheiß Schrottmühle rein. Komm doch noch mit dem Taxi. Ja, geil. Haben wir es doch. Und dann kommt noch ein Flitzer. Ey, Fetti, mach mal. Ja, natürlich. Ich will doch nur fucking rückwärts ausparken. Was kann ich dafür, dass die Schwabbelbacke da nicht wegkommt? Ich will es einfach. Gib mir auf den Sack. Vor allem am Polizeirevier jetzt. So, jetzt müssen wir mal hier rüber. Wir müssen nämlich dringend zum Schrottplatz. Komm, komm, ihr könnt ruhig weg. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich mach das alleine. Habt ihr liegen immer noch über die Särge rum von der letzten Mission? Au, ab jetzt endlich. Sind die Kopfs mal weg. So, jetzt müssen wir mal hier rüber. Och, steht am besten da im Weg. Das ist immer eine total tolle Idee. Ob da hier die Gewaltsärge noch rum? Ich weiß nicht, ob das die explodierten sind oder ob die einfach nur so da liegen. Verpiss dich. So, jetzt müssen wir nochmal hin. Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen. Das will ich nicht, die Waffe. Ich bin weg. Ja. Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. So. Hol dir noch mehr. Was ist denn? So. Haben wir jetzt Ruhe? Oder... Mal weg. Ja. Ich muss jetzt ins Krankenhaus bringen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir natürlich... Ja, verpiss dich doch, Alter, Drecks-NPC. Mann, geh mir nicht auf die Eier jetzt.
Ah, oh, Alter! Verpisst euch jetzt! Bleib auf deiner Spur, bleib auf deiner fucking Spur jetzt! Warum fahr ich nicht eigentlich da lang? Ah, warum bin ich nicht geradeaus weitergefahren? Hab ich die Deppen immer noch hinter mir? Ja. Zumindest erstmal nicht. Doch, natürlich. So, jetzt müssen wir da irgendwie mal da vorne hin. So, Mission erfüllt. Die Cops verpissen, die Idioten da verpissen sich. Supi, haben wir das zumindest auch mal weg. So, die nächste Mission ist eine Diaz-Mission. Aber wenn das schon die Mission ist mit Diaz, warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir können. Oh, da. Oh ja. Wo waren die? Wo war das Ding? Das ist da oben. Oh, Alter. Warte, wo waren das? Ja, Mann, verpiss dich doch mit deiner Dreckskarre mal. Alter, ey. Manche Leute, das ist schlimm. Warte mal, ich muss ja gerade kurz was gucken. Auf der Karte. Und zwar gibt es... Was hier? Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube aber, ja. Ich glaube, hier vorne ist nämlich... Ich glaube, hier vorne ist nämlich eine Immobilie. Wenn ich das noch so ganz richtig in Erinnerung habe, ist sie hier? Nee, ist nicht hier. Ist sie nicht hier. Aber die ist hier im Gebiet. Das weiß ich. Aber ich glaube, dann ist sie. Oder ist das hier vorne? Ja, auch nicht. Warte mal. Wo war das denn? Wo war das denn? Sicher, das ist nicht. Oder war das hier? Ja, hier war es. Das Ding suchte ich. Oh ja. Tommy, Tomás, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. They're hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, all right? Good. So, was haben wir hier? 14.000 kostet die Dis. 14? Wir haben 18.000? Ja, auch gut, wir haben Munition ohne Ende gekauft, ne? Aber wir kaufen es trotzdem, das Heimen Kondo. Jetzt können wir nämlich hier weiter, haben wir hier nämlich wieder ein weiteres Gebäude. Und wir haben Möglichkeit, mal einen kleinen Safe zu machen. Okay. Gut. Dann war das hier. Wunderbar. So, Wegpunkt entfernen, können wir rausnehmen. Und dann fahren wir zu. Haben wir überhaupt irgendwas gerade so außerhalb die außer Diaz? Ne, eigentlich nicht, ne? Doch, eigentlich schon. Die Mission hier vorne. So, fahren wir. Fahren wir zu Diaz. Jetzt haben wir ganz viele Dings. Ja. Yep. Das ist der Kind, da kannst du nicht durchfahren? Doch. Es wäre doch. Ganz auf. Was ist die jetzt? Ach, warte mal, hier ist ein Päckchen, glaube ich, hier hinten. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder? Ne, ist nur Molly sind's. Aber ich dachte, das wäre ein Päckchen gewesen. Ich meine mich damit zu erinnern. Okay. Aber brauchen wir jetzt nicht. So, alles klar. Mm-hmm.
Die Dias-Mission würde ich dann aber erst in der nächsten Folge machen, weil ich mich zu erinnern, dass ich weiß, welche das ist. Die dauert, glaube ich, etwas, also was heißt, die dauert etwas länger, aber die dauert halt. Oh, ein Bus. Wir fahren trotzdem mal hin. Jetzt ist man in die Nähe. Bleib weg. Scheiß Taxis. Wir haben noch 4.800 Dollar. Wir brauchen dringend Kohle. Klar, müssen wir da, kriegen wir bei Missionen natürlich, aber wir brauchen halt bestimmte Immobilien, damit wir auch ein bisschen Kohle generieren können. Aber jetzt möchte ich erstmal. Zum D. Aber was ist, dürfte die Mission sein, die tatsächlich die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt müsste diese Mission sein, wenn ich richtig in Erinnerung habe. So. Ja, komm. Scheiß auf die Karre. Sehr wurscht. Die kriegen, finden wieder 1.000 neue Autos. Gut. Die letzte Folge ging ja schon so lange, deswegen machen wir heute ein bisschen was kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Dias-Mission hier unten.